Du Michel? Ja, Peter? Was sind das für geile Ballermänner? Ja, Peter, das ist die Hellfire und die Hellfire in der Sonic Ice Edition. Stellst du dir heute mal vor? Ja, die stelle ich heute mal vor. Ja, da mal viel Spaß mit dem Video. Tschüss! Die nachher gezeigte Nerf Hellfire könnte man sich auf Amazon bestellen. Die kostet da roundabout 100 Euro. Aber wer Interesse an dem Plaster hat, der sollte mal bei eBay schauen. Da gibt es die meistens für unter 50 Euro zu ersteigern. Hier mal zum Vergleich: Einen Hellfire-Nachbau kann man sich auf AliExpress bestellen. Kennt ihr ja so aus China. Die müsste aber von Placefire sein. Und von denen habe ich ja mal das M4 vorgestellt. Und das hat ja grottenschlecht abgeschnitten. Und deswegen, obwohl der Preis wirklich interessant ist mit gut 38 Euro neu, lasse ich davon mal die Finger, weil ich denke mal, die kackt nachher voll bei der Reichweite ab. Und so schaut jetzt die Verpackung der Nerf Hellfire Sonic Ice Edition aus. Die gab es only at Toys R Us. Und da ist nichts auf Deutsch drauf. Ich habe es aus der UK gebraucht, mir gekauft. Hat mich ungefähr 90 Euro der Spaß gekostet, weil die halt etwas seltener ist, die Version. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Ja, das ist jetzt die Rückseite. Da gibt es ein paar Infos. Und zwar hier zum Beispiel soll bis zu 22 Meter schießen. Größte Dartkapazität, wenn man 8 Magazine reintut, kann der 144 Darts fassen. Und hier unten dann noch sehr schön, einmal die Retaliator in der Sonic Ice, die habe ich auch noch. Und dann gab es noch die Rampage. Hier gibt es noch so ein Upgrade-Kit. Da könnt ihr euch nochmal 4 kleinere Magazine dann mit dabei kaufen. Ja, da wollen wir die doch mal auspacken. Ja, und das war dann quasi damals in der Verpackung. Die Gebrauchsanleitung, die war nicht mehr vorhanden. Hier haben wir den Plaster, dann die 4 mitgelieferten Magazine. Und wenn man sich dieses Zusatzpack gekauft hat, hat man dann insgesamt nachher 8 gehabt, plus dann noch ein paar Darts. Ja, den Griff musste man damals extra noch zusammendrücken. Der besteht aus 2 Teilen plus diese Abdeckung hier. Sehr geehrter Herr Max, jetzt habe ich mir extra ein Video von dir angeschaut vor einem Jahr. Da sahst du noch richtig jung aus. Und da habe ich einmal gedacht, du zeigst das, wie man das zusammen macht. Aber nee, dann hast du da so einen Cut gemacht und auf einmal war das Video durch Zauberhand dann an dem Plaster dran gewesen. Also, ich will euch mal zeigen, das ist jetzt die normale Hellfire. Das sind die beiden Teile. Dann holt ihr euch hier so ein Teil und dann macht ihr das einmal hier rein und einmal dort. So. Und dann müsst ihr das hier unten auch noch in den Plaster reindrücken. So, mal gucken, ob wir es direkt so hinbekommen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so easy. Am einfachsten ist es, wenn man das andere Teil auch noch direkt mit dran macht, weil dann habt ihr hier keine größeren Spalte mehr. Da kann sich jeweils die Seite dann nicht so gut bewegen. So, jetzt haben wir es richtig. Oh, ups, bleibt schon drin. Moment. Ja, seht schon, das kann auch schon mal rausgehen. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir sie hier. Und hier, jetzt drücke ich das mal so runter. Und hier muss man dann immer so ein bisschen drücken. Ihr habt es gehört, da klackt es ein bisschen, dass das Ganze nachher auch dann richtig schön hier drin ist. Es ist nicht so einfach, das dauert auch ein bisschen länger. So, und jetzt haben wir es aber komplett reingedrückt. Das sieht ihr auch dann hier dran, dass das hier dann bündig nachher abschließt. Über dem Griffstück sitzt das Batteriefach. Dort müsst ihr 1, 2 Schrauben lösen und dann könnt ihr das Batteriefach herausziehen. Und ihr seht, dort kommen jetzt 4-mal AA-Batterien rein. Ja, die beiden Plaster unterscheiden sich nur in der Optik. Ansonsten sind die absolut gleich, was auch die Bauweise angeht. Das ist halt der normale, den man damals hauptsächlich kaufen konnte. Die kriegt man ja auch gebraucht
für um die, ja, ich habe glaube ich für meinen 34 Euro bezahlt. Das war ein Schnapper gewesen. Ansonsten gehen diese meistens so für 40 bis 50 Euro über den Tisch. Aber die Sonic Ice Edition, die gefällt mir halt viel, viel besser, weil die so schön durchsichtig hier ist. Da seht ihr schon mal das Batteriefach und dann das Innenleben von dem Plaster. Und das gefällt mir dann halt ziemlich gut. Seht auch hier so Frost, so auf Eis gemacht. Hier vorne denke ich immer, das wäre so ein Mund. Da sind so Zähne oder Flammen. Sieht schon recht nice aus. Und dann hier nochmal die andere Seite von dem Plaster. Ja, wie funktioniert der? Eigentlich ganz einfach. Hiermit startet ihr die Flywheels. Die Flywheels, sieht man sie leider nicht, die sitzen hier vorne drin. Wenn ihr die startet, dann kommt hier vorne schon so ein leichter Luftstrom raus. Hier werden ja die Magazine reingesteckt, also 8 Stück. Das Schöne ist, hier sind so Löcherchen drin, da kann man dann halt schauen, wo noch Darts in dem Magazin drin sind. Sind die Magazine drin, wird mittels des Griffes hier immer durchgeschaltet. Ich zeige das mal hier unten. Das mal gerade so festhalten. Seht ihr? Immer wenn ihr nach vorne und nach hinten macht, dann wird das nächste Magazin ausgewählt. Und so könnt ihr dann durchschalten und dann einfach den Flywheel gedrückt halten. Und dann könnt ihr hier durchschießen. Nächstes Magazin. Und so weiter. Der hat keinen Automatikmodus. Da müsst ihr jeden Dart immer einzeln verschießen. Aber das ist, also es geht richtig, richtig fix, weil umso schneller ihr drückt, umso schneller fliegen die Darts raus. Die 6er Magazine sind alle befüllt mit Darts. 8 Stück Hammer macht 48 Darts. Und die steckt ihr jetzt einfach hier so rein. Ich zeige nachher nochmal, was möglich ist. Und zwar mit den 18er Magazinen oder mit den 35er Trommeln. So. Und das letzte. Und so schaut das jetzt dann unten drunter aus. Bisschen so wie so eine Turbine. Und da will ich mal gerade diese 48 Darts verschießen. Ja, dann starten wir mal die Flywheels. Und schaut mal, wie schnell man diese 6 Darts jetzt aus dem ersten Magazin verschießen kann. Oh, da habe ich den Paint Elementar getroffen. So, und jetzt macht man nach vorne. Ja, manchmal, man muss den Blaster gerade halten, manchmal klemmt es auch ein bisschen. Und jetzt hat man schon das zweite Magazin. Dann kommt das nächste. Ja, und so schnell sind jetzt 48 Darts durchgeschossen. Wie gesagt, man muss schon komplett nach vorne machen und dann nach hinten, weil manchmal bleiben die so ein bisschen mehr dann auf der rechten Seite hängen. Das heißt, das Magazin ist nicht genau über dem Lauf und dann können die Darts nicht rausfliegen. Gut, jetzt geht es ein bisschen einfacher, weil die Darts halt nicht drin sind. Aber schon ordentlich, was man da an der Schussleistung hat und dann halt an der Kapazität von den Darts. Ja, wer keine Lust hat auf die kleinen Magazine, der kann natürlich auch andere drunter machen. Maximal sind die 18er dann möglich von den langen. Und zwar müsst ihr die dann einfach hier unter den Plaster drunter machen. Und dann könnt ihr 8 Stück mit diesem dann benutzen. Ich nenne das dann immer Thekla die Spinne, quasi wie von der Biene Meier. Und so schaut es dann aus. Das mit den 18er Magazinen habe ich es mal gezeigt. Wisst ihr, warum man mich den 350er Michel auch nennt? Nein? Zeige ich euch mal. Und zwar, man nennt mich den 350er Michel, weil ich 10 35er Magazin habe.
Ja, die ganzen 35er Trommeln habe ich mir mal eigentlich relativ günstig immer zusammengekauft, mit einer Raider zusammen und an der Schulterstütze. Und so kam ich irgendwann mal auf 10, beziehungsweise ich wollte einfach mal 10 besitzen. Ja, jetzt zeige ich mal gerade, man kann auch 4 von den 35er Trommeln darunter machen. Das ist auch möglich. So, jetzt muss ich mal gerade hier das Ganze dann einmal. So, mal gucken. Muss man immer so ein bisschen Platz lassen. Ich glaube, das kommt da rein. Dann dürfte der. Oh, Junge, dahin kommen. Und nochmal. So, ich finde das zu genial. So, einen haben wir noch. Und der sollte dann hier reinpassen. Und jetzt habt ihr hier so ein Nerf Hellfire Buggy mit 4 fetten Rädern dran. Und so schaut das dann aus. Ist schon ziemlich witzig. Und dann schauen wir gleich mal, ob man damit auch anständig schießen kann, beziehungsweise dann mit den ganzen 18er Max. Das sind jetzt 4x35 sind 70, doppelt davon sind 140 und hier haben wir ja 8x18 sind 144 Schuss. So, jetzt wollen wir mal schauen, was die Hellfire einmal mit den 8,6er, 8,18er und 4,35er Trommeln so wiegt. Machen wir das mal, das ist eine Kofferwaage. So, jetzt muss ich den mal gerade hier so hochhalten, ein bisschen warten. Und 1,5 Kilo. Jetzt habe ich mal die 8,18er reingemacht, auch wieder wie eben schon bei den 6ern ohne Darts. Und dann schauen wir mal, wie schwer er jetzt ist. So, und da haben wir ja, 2,2 Kilo. Mal schauen, ob sich das Ganze noch steigern lässt. So, ja, hier haben wir jetzt sogar 2,3 Kilo. Ich habe mal zwei 18er Max voll gemacht. So, durchgeschossen, dann das nächste und weiter geht die Luzi. Also es ist schon Wahnsinn, was der für eine Schussfrequenz hat. Ich habe jetzt mal zwei 35er Trommeln voll gemacht. Boah, das hat ganz schön lange gedauert. Jetzt ballern wir mal 70 Darts raus. Ja, da hat man. Oh, jetzt geht's. Jetzt sind wir durch. Waren das schon 30 Starts? Ja, und bei der Trommel ist es ein bisschen schwer. Da müsst ihr halt dann zweimal vor und zurück machen, weil dazwischen ist ja jeweils nichts. So, und dann könnt ihr halt dann weiterballern. Ah. Habt ihr gehört? Umso länger ihr feuert, umso langsamer werden dann die Flywheels. So, und das war es jetzt auch schon mit ungefähr 70 Darts gewesen. Bei der normalen Version der Hellfire war damals noch hier dieses Teil mit dabei. Die war ja auch gebraucht gewesen. Und das ist doch eine Kamerahalter, oder? Also für Smartphones, das könnt ihr nämlich hier aufmachen. Und dann kommt auch hier das Smartphone rein. Also zu groß darf es auch nicht sein. Hier sieht man nachher die, ja, die Linse von der Kamera. Dann macht man das Ganze wieder zu. Moment. So. Zack. Und dann kommt es doch auf das Rail hier oben drauf, wenn mich nicht alles täuscht. So. Mal gerade schauen. Da ist es. Zack. Und dann müsste man doch nachher, oh, ich muss das mal gerade ein bisschen höher machen, nachher filmen können, weil hier ist ja dann nachher die Linse, da wo mein Finger rausguckt. Ich habe das aber noch nie ausprobiert. Vielleicht kann ja der ein oder andere was dazu schreiben. Ich benutze ja, wenn ich mal filmen sollte, also von dem Blaster aus, hier dieses Teil. Das ist ein Adapter. Ich glaube, der ist von Plaster Parts. Das ist von meiner Panasonic. Dann könnt ihr den hier
auf das Rail drauf machen. Dann hole ich hier meine Panasonic Action Cam und die kommt dann einfach hier so rein und so kann ich dann prima mit filmen. Ja, Kaiserwetter würde Horst jetzt sagen. Ich habe ein bisschen was aufgebaut und zwar, wo die erste Pylone da steht, 20 Meter, die zwei dahinter 25. Und dann haben wir eine Markierung gemacht, 15, 17,5, 20, 22,5, 25 und dann in Meterschritten bis 35. Ich habe eben noch eine getunte Rampage getestet. Ja, dann würde ich sagen, Feuer frei. Ja, ich habe 6er Magazine genommen. Die sind jetzt mit normalen Nerfs und den China Darts bestückt. Wir fangen an mit den normalen Darts. So. Ich halte die erstmal gerade. Was haben wir? 15 Meter. Oh, da waren noch zwei drin. Die gingen dann bis circa fast 22,5. So, nächstes Magazin. Jetzt kommen China-Männers. Ja, die flogen jetzt nicht so weit. Das waren vielleicht so 13 Meter. Jetzt kommen wieder Nerfs. Halt nochmal gerade. Ja, so guter 15er Bereich. Und noch ein paar China-Männer. Ja, so 14er Bereich. So, jetzt halt man das Ganze mal ein bisschen schräger mit Elites. Oh, die sind so im 20er Bereich rumgepurzelt. Jetzt haben wir noch ein paar China-Männer. Das sind die blauen, hellblauen. Die sind auch so im 20er. Jetzt haben wir noch ein paar Zombies. Ja, 20er, 22,5er. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch mal ein paar China-Männer. Dann, oh, da kommen noch welche. Ach Gott. Ja, die sind jetzt aber nicht so weit geflogen. Und dann sind wir eigentlich jetzt durch. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also von 15 bis 22,5 Meter war alles drin. So, ja, hier ist die 15er Markierung. China-Männer, die sind hier so im guten, sag mal, 14er Bereich gelandet. Dann die paar Nerfs im 15er, als wir sie gerade gehalten haben. Schräg, da kommen wir schon ein bisschen weiter, seht ihr hier? Schöner 20er Bereich. Und das geht sogar ja, bis fast 23 Meter. Da ist die 22,5 Markierung. Wo haben wir die 22? Hier ist die 22er und da die 22,50er. Und ihr seht, hier sind die ganzen Darts schön alle hin. Also wenn ihr schräg haltet, kommt er bis zu ja, 22, 23 Meter weit. Ja, jetzt habe ich euch die Hellfire in der Sonic Ice Edition auch mal kurz vorgestellt. Unterscheidet sich optisch nur halt von der normalen Version, ansonsten sind die gleich. Hier nochmal zum Zeigen, das sind die 435er Max und hier haben wir die 818er. Abschließend lässt sich sagen, das ist ein interessanter Blaster. Mit den langen Max sieht er auch richtig böse aus. Ihr habt jetzt hier 144 Schuss, das schafft sonst kein Blaster. Also es ist schon Rekord. Ist natürlich auch ein bisschen schwerer jetzt das Ganze. Ich würde mal sagen, der Blaster eignet sich eigentlich ideal, wenn ihr irgendwas verteidigen müsst. Zum Beispiel Capture the Flag. Dass ihr euch dann in die Nähe von der Flagge irgendwo positioniert mit 144 Schuss. Und dann bleibt er dann so in Deckung und dann könnt ihr dann die ganze Zeit die Darts auf euren Gegner verschießen. Der Vorteil ist halt bei dem Max, im Gegensatz zu den Trommeln, ihr müsst hier immer nur einmal nach vorne und nach hinten machen, um das nächste Magazin dann vor den Lauf zu bringen. Bei den Trommeln war ja dazwischen immer leer gewesen. Das heißt, ihr musstet einmal nach vorne machen und dann wieder einmal nach vorne und dann erst die Trommel vor den Lauf zu haben. Und ich finde, das ist auch vom Verschießen her besser. Habt ihr gesehen, bei den Magazinen, also bei den Trommeln, hat auch mal der ein oder andere Dart geklemmt. Also wer maximalen Firepower haben möchte, der muss sich dann halt 8 18er Magazine besorgen.
kauft euch drei Stampede, dann habt ihr 9 Stück. Und ansonsten macht er halt die kleinen Sechser rein. Das geht ja auch, zumal der Plaster dann auch ein bisschen leichter wird. Reichweite war auch in Ordnung gewesen. Und was halt ziemlich cool ist, noch die Schussfrequenz. Da könnt ihr dann halt richtig schnell die Darts mit verschießen. Jo, schon was älterer Plaster, aber immer noch up to date. Ich finde den immer noch interessant. Schaut auch ganz schick aus. Wollte ich euch mal vorgestellt haben. Das war wieder der Testbericht von YouTube. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video.